So, jetzt geht's los. Es geht los? Ernst. Cool. Als nächstes kümmern wir uns um die Wände fürs Bett. Das ist also ein Velourstoff. Die Maße haben wir abgemessen schon draußen und müssen die jetzt entsprechend zurechtschneiden. Danach geht es dann raus und dann werden die angeklebt. Läuft jetzt das Klimper, die Klimpermelodie? Erst nachdem du das gesagt hast. Okay. Wir haben in unserem ersten Wohnmobiljahr, nein, das ist ja nicht das erste. Das ist. In unserem 18. Wohnmobil. Das dritte. Also im letzten Wohnmobil haben wir ja auch Stoff an die Wand geklebt. Und da haben wir angefangen mit Sprühkleber, was zwar technisch funktioniert, aber Unmengen an Kleber braucht, weil die Fläche doch saugfähig ist und Verschwendung. Und da haben wir festgestellt, wir nehmen Holzleim, Weißleim, funktioniert hervorragend, machen wir hier auch wieder. Los geht's. Der Kleber ist jetzt fertig getrocknet. Als nächstes wagen wir uns an die Wand zum Bad ran. Kleines Spiel wie immer. Pappe zurechtschneiden und aufs Holz übertragen. Los geht's. Hier im Wohnmobilhandel ein schickes Teil. Das ist eine Kunststoffleiste mit, ja, kann man das ungefähr sehen? Bist du da hinhalte? Ja, müsste gehen. 2x15 mm Abstand, um genau dieses Pappelsperrholz da hineinzustecken. Und hier vorne ist es gummiert, schön weich. Und genau dieses Teil machen wir dann hier hin. Das ist der Durchstieg hier, dann hat man hier keine scharfe Kante, wenn man ins Bett hineinsteigt. Da messen wir jetzt hier genau den Abstand und wissen dann, wie groß unser Brett hier sein muss. Jetzt haben wir hier unser perfekt zugeschnittenes Brett, haben wir draußen gesehen, wie das passt. Das ist die Seite auf der Schlafzimmerseite, also das ist die Schlafzimmerseite, da kommt ja der graue Stoff drauf. Und damit der Stoff auch hier unter diese Leiste passt, ja, Leiste geht ab, schleifen wir das jetzt hier leicht schräg und dann können wir das wieder da drüber schieben.
Haben wir jetzt. Du musst den Lärm ertragen. Jetzt haben wir also hier ein bisschen Platz, dass unser Stoff darüber noch drunter passt. Jetzt haben wir hier die Wand fürs Bad. Das ist so ein Boden-PVC-Belag. Und bevor wir das Brett anschrauben, eignet sich das super als Schablone, dass wir das schon zurechtschneiden können und dann passgenau draufkleben können. Dieses Brett, wenn wir das jetzt draußen anbringen, müssen wir das noch auf der Unterseite fixieren. Und da wir hier keine Winkel draufschrauben wollen, machen wir das mit Holzbügeln. Und jetzt das gleiche Spiel auf der Gegenseite. Ah, jetzt muss ich aber gucken. Jetzt muss ich ja gucken wegen der Tiefe. Da der Dübel jetzt hier nur ein kleines Stückchen rausgucken darf, sonst bekommen wir die Wand ja hier nicht drauf, müssen wir jetzt hier schauen, wie tief wir hier bohren. Ich würde mal tippen so. Kommt der finale Moment. Das müsste jetzt hoffentlich passen. Jetzt haben wir hier unser Wäschefach und da kleben wir dann den gleichen das Teil aus, das wir oben ausgeschnitten haben. Und damit das auch wirklich gut hält, nehmen wir da wieder den Kontaktkleber. Überall drauf. Jetzt noch die Gegenseite. Lassen wir das ablüften, sagt der Fachmann. Genug gelüftet. Wie immer bei Patex ein Versuch und es muss stimmen. Sehr schön. Nachdem wir jetzt die Trennwand zum Schlafzimmer fertig haben wir hier unser Wäschefach und die Serviceklappe zum Laderaum hinter und da wollen wir heute die Pushlock-Knöpfe einbauen. Das ist eine praktische Geschichte. Man drückt da drauf, dann sichert er die Schublade oder Schranktür oder was auch immer. Das ist ja dann hier bündig mit dem, kann man das sehen, das ist scharf. Das ist dann bündig. Und wenn man drauf drückt, kommt der Knopf dann so raus und dann kann man hier schön das anfassen und die Tür öffnen. So, da wir jetzt billig gekauft haben im Internet, nicht in den einschlägigen Monobil-Läden, sondern beim eBay-Shop haben wir Pushlock-Knöpfe gekriegt, die eine Materialstärke von 20 mm brauchen. Unser
Pappelsperrholz ist aber immer nur 15 mm. Deswegen sägen wir uns zuerst ein 5 mm Brettle, was wir dann hier unterlegen. Hier haben wir schon die Linien gemacht, wo der Anschlag im innen drin ist, dass wir also da maximal auf die Höhe kommen. Für den Durchmesser von dieser Hülse, die dann da drauf kommt, haben wir genau den passenden Forstnerbohrer, mit dem wir dann jetzt das Loch da durchbohren. Ich schaue also jetzt erstmal, wie weit ich runterbohre. Dass wir nämlich nicht ganz durchbohren, sonst reißt es unten aus, denn da bohrt man von der anderen Seite gegen. Also bis da, dann haben wir hier unsere Anzeige, also bis 3,1. Da wir das sehr gut mit Kontaktkleber hier verklebt haben, ist es jetzt doch mit einmal von der einen Seite durchbohren, hat es funktioniert. Und dann lassen wir es jetzt auch so. Jetzt können wir mal schauen, das müsste die jetzt hier einpassen. Passt. Und dann schaut es dann so aus. Kein Ausriss, kein Ausriss. Sauberer Schnitt. Wir hatten das nur mit der Hand gestrichen. Mit Pinsel? Ja. Ja, ich wollte es jetzt nicht so auftragen. Wir sind zivilisiert. Wir benutzen Pinsel. Denn wir brauchen einen Zentimeter, einen Winkel, einen Stift. Das wird jetzt hier bei Art Attack, oder?